Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Rezension. Ich habe diesmal 2-in-1 Rezensionen rausgemacht, denn es sind zwei Kinderbücher, die ich wirklich sehr, sehr schnell gelesen habe, die auch recht schnell einfach auch gelesen sind von jedem, egal wie schnell man liest, weil die einfach wenig Seiten enthalten, beziehungsweise die Geschichte jetzt nicht so tiefgründig ist, dass man da großartig irgendwie drüber sinnieren möchte. Zum einen habe ich von Adam Blade Beast Quest den ersten Teil gelesen. Das habe ich gelesen, weil ich mich informieren wollte, ob das eine Geschichte ist, die ich meinen Kindern vorlesen kann. Es gibt ja mittlerweile, es gibt die alte Version, die aufgelegt ist in Schwarz-Weiß. Mit sehr, sehr vielen Bildern, zahlreichen Bildern in Schwarz-Weiß. Und es gibt eine neue Reihe, die heißt Beast Quest Legends. Das ist die farbige Version davon. Dasselbe haben wir ja auch beim Magisches Baumhaus. Es gibt die normale Magisches Baumhaus-Reihe und dann die Magische Baumhaus-Junior-Reihe, die halt etwas gekürzt ist und wirklich aber fast nicht erwähnenswert. Und ich habe sie mal verglichen. Also es ist wirklich Kleinigkeiten, die gekürzt sind und bebildert ist. Und dasselbe haben wir halt jetzt bei Beast Quest. Ich habe gelesen, dass Schwarz-Weiß, die Schwarz-Weiß-Ausgabe, um zu wissen, ob das was für die Kinder wäre in der bunten Version. Natürlich mögen meine Kinder lieber die bunte Version, ist klar. Wer nicht? Ich mag auch gerne die bunten Sachen. Aber ich habe die einfach mal gelesen, um reinzuschnuppern. Es ist eine schöne Geschichte über einen Jungen, der eigentlich ein ganz einfacher Bauernsohn ist und lebt in einer Welt, in der die eigentlich von Monstern, wobei man die nicht Monster nennen darf, eigentlich so riesen, gigantischen Fabelwesen beschützt wird. Doch eines Tages wenden sie sich gegen die Menschen, sie sind aggressiv, sie trocknen die Flüsse aus, sie verhindern, dass die Ernte wächst und. Und dieser kleine Junge macht sich auf den Weg zum Königshaus, um eigentlich nur eine Mitteilung von seinem Vater zu senden. Doch der König erkürt ihn zu einem Ritter und nun ist dieser kleine Junge auf dem Weg, um das erste Monster zu besiegen. Denn es gibt eine Prophezeiung, nur ein ganz normaler, einfacher Junge kann diese Biester wieder gutmütig machen. Und nun zieht er halt eben auf dem Weg, um halt eben dieses Biest zu besiegen. Es gibt in jedem Band ein anderes Biest. Wir haben im ersten Teil den Eisdrachen. Wir haben dann den im zweiten Teil, glaube ich, ein Seemonster. Dann haben wir auch so einen Yeti-Verschnitt. Wir haben eine Spinnenmonster. Wir haben, oh Gott weiß was, ein Zyklopen. Wir haben alles. Also wir haben wirklich in jedem Band, es gibt mittlerweile auch keine Ahnung wie viele, es ist ja eine ganze fette Reihe. Wir haben in jedem Band ein anderes Monster. Und ich meine, dass in der bunten Version mittlerweile 5, glaube ich, Bände erschienen sind. Und das wird natürlich weiter fortgeführt. In der Schwarz-Weiß-Edition gibt es natürlich schon, ich glaube, 30? Lasst mich lügen, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall sehr, sehr viele. Es ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Das Schöne daran finde ich, dass es mit einem Jungen beginnt, der als Held auserkoren wird. Im Laufe der Geschichte lernt er aber ein Mädchen kennen, das einen Wolf als Begleiter hat und sie ihn auf weiteren Reisen begleitet. Das heißt, wir haben für beide Geschlechter etwas, auch wenn der Junge natürlich mehr im Fokus steht, weil er der Ritter ist, der das besiegt, kann er die Lösungen nicht ohne das Mädchen machen. Das heißt, sie ist immer eine große Stütze, eine große Hilfe. Finde ich sehr, sehr cool. Ich finde das ja auch beim Magischen Baumhaus sehr schön, dass es halt eben beide Geschlechter abgehandelt werden, dass beide Geschlechter so ihre Vor- und Nachteile haben und keins irgendwie sexistisch jetzt benachteiligt wird. Deswegen cool. Also ich fand es abenteuerlich, ich fand es sehr cool gemacht, die Bilder fand ich super schön, auch die Schwarz-Weiß-Bilder, ich habe ja jetzt beide gesehen, finde ich super schön. Ich habe mich entschieden, den ersten Band für meine Kinder zu holen, denn das habe ich mir ja ausgeliehen. Wir werden mal mit dem ersten Band starten, weil die Geschichte fand ich wirklich sehr schön und ich fand die Lösungen schön, ich fand das Abenteuer gut, ich fand die Charaktere toll. Ja, ich kann es euch wirklich empfehlen für Kinder. Und das zweite Kinderbuch, das ich gelesen habe, war ein Klassiker. Und zwar Mio, mein Mio von Astrid Lindgren. Ich hatte schon ewig vor, mal ein Buch von Astrid Lindgren wieder zu lesen, denn ich habe das natürlich als Kind alle gelesen. Kinder von Bülöbü war mein absolutes Lieblingsbuch von der Autorin. Aber es ist schon ewig her. Ich kann mich an die meisten Sachen nicht mehr erinnern.
Und ich wollte die so nach und nach mal wieder so ein bisschen lesen. Ich habe auch vor, mal bald Michel aus Lüneberg zu lesen und Madita und so einfach nochmal für mich so, um, wenn irgendwann mal meine Kinder so weit sind und das auch vielleicht lesen möchten, mitreden zu können, weil es einfach schon überhaupt nicht präsent ist. Und ich habe mir halt Mio, mein Mio geschnappt. Und in Mio, mein Mio geht es um Mio, der bei seiner Tante und seinem Onkel aufwächst, die ihn eigentlich überhaupt nicht haben möchten. Also die lassen es auch ihn spüren und ihn wissen, dass sie ihn eigentlich gar nicht hier haben möchten. Der nervt sie, sie sind total genervt von ihm. Und eines Tages bekommt er einen Brief von einer Verkäuferin, die Äpfel und Früchte verkauft. Und den soll er eigentlich nur einwerfen. Und dann merkt er aber, dass in dem Brief halt eben steht, dass der König von einem Zauberland ihn halt eben erwartet. Und tatsächlich reist er halt in dieses Zauberland und dort erwartet ihn sein Vater, ist er der König von diesem Zauberland. Doch dieses Zauberland wird bedroht von einem schwarzen Ritter. Und ob Mio halt eben schafft, dieses Land zu befreien oder ob er vielleicht irgendwie gar nicht damit zu tun hat und es gar nicht schaffen kann, das lesen wir in dieser Geschichte, die mir eigentlich so gar nicht gefallen hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich das falsche Klientel dafür bin. Es mag durchaus sein, dass ich einfach zu alt für die Geschichte bin. Ich fand, die Geschichte war unglaublich langweilig. Es ist sehr wenig passiert, es wurde immer wieder Wiederholungen drin geschrieben. Es war wenig märchenhaft für mich, auch wenn natürlich auch märchenhafte Dinge vorkamen, wie halt eben Ritter und Fabelwesen und Feen. Und kam natürlich nicht für mich dieser fantastische Effekt hin, der mich so märchenhaft fühlen ließ. Es war für mich nicht greifbar. Ich fand die Ausschreibungen unglaublich langatmig. Ich weiß, dass die Autorin das besser kann. Es dümpelte für mich hin, einfach in dieser Geschichte. Es waren logische Fehler für mich, wo ich mich gefragt habe, was ist denn natürlich klar? Ich meine, die Tante und der Onkel wollten ihn nicht haben. Dennoch, als wenn ein Kind verschwindet, müsste man sich fragen, wo ist der? Ich habe die ganze Zeit gehofft, dass es vielleicht sowas ist, wie er stellt sich das halt vor, weil er eben seiner richtigen Welt entfliehen möchte. War nicht so, kann ich schon mal spoilern. Es war für mich leider nicht logisch genug. Es fehlte mir irgendwie so die Aufklärung. Ich meine, klar, Kinder, wenn es Kinder lesen, die hinterfragen das ja nicht so wie ich. Die fragen sich vielleicht nicht, denken die Eltern, sind die Eltern traurig oder der beste Freund, der fragen sie sich nicht, ist die Polizei eingeschaltet und so. Das ist ja auch nicht der Kern der Geschichte. Dennoch war für mich als Leser so dieses Unlogische. Er ist jetzt plötzlich in so einer komischen Welt und das ist sein Vater. Warum ist das sein Vater? War er jetzt, der Fa ist jetzt dieser König da auf der Erde gewesen, hat dort die Frau geschwängert? Also wisst ihr, was ich meine? Für mich, in meinem Kopf bildeten sich Logikfehler und das ist aber nicht, glaube ich, der Sinn der Sache. Also wenn ich habe ja die Autobiografie, ich habe ja die Biografie von Astrid Lindgren gelesen und ich weiß, dass sie die Geschichten geschrieben hat, um den Kindern Mut zu machen, den Kindern als Helden darzustellen, die Kinder in der Fantasiewelt zu entführen. Und das tut ja das Buch. Deswegen denke ich einfach, ich bin der falsche Klientel. Ich bin der falsche Ansprechpartner. Ich bin nicht jemand, der halt eben diese Bücher für diese Bücher gemacht ist. Ich glaube, Kindern wird das sehr, sehr gut gefallen. Ich bin mir sicher, dass es Kindern gefallen wird, weil es halt eben so diesen Heldenhaften hat, dieses Rittertum. Es ist ein reines Jungenbuch, würde ich sagen, denn es sind Jungs als Hauptdarsteller, Jungs als die absoluten Helden. Mädchen spielen eine absolute nebensächliche Rolle. Die kommen nur einmal vor als die gerettete Prinzessin, die dann gerettet wird. Es ist ein sehr, sehr, sehr jungsorientiertes Buch und es ist ein sehr trauriges Buch, denn eigentlich, wenn man sich vorstellt, dass die ihn nicht haben wollen, ist das traurig. Aber ja, es ist halt ein Buch für Kinder und das merkt man dem Buch an. Und ja, nichtsdestotrotz habe ich es jetzt mal gelesen. Ich habe es wieder präsent in meinem Kopf. Wenn mich meine Kinder nach Astrid Lindgren fragen, würde ich ihnen jetzt was anderes empfehlen, aber ja gut, man kann alles lesen. Von daher, ja. Kennt ihr die Geschichte? Könnt ihr euch daran noch erinnern, falls ihr etwas älter seid und das Kind mal gelesen habt?
Würde mich sehr interessieren. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr irgendwas zu diesem Video zu sagen habt. Und ansonsten sehen wir uns gerne beim nächsten Video, wenn ihr mögt. Macht's gut. Bis dann.